Sonst flanieren auf der Karlsbrücke in Prag Touristen. Am Nachmittag fliehen Menschen auf die andere Seite der Moldau. In der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität fallen Schüsse. In der Uni retten sich Studenten aus den Fenstern auf Fassadenvorsprünge. Schon wenige Minuten nach den ersten Schüssen sind Polizisten und Rettungskräfte vor Ort. Die Situation ist über 2 Stunden unübersichtlich. Von immer mehr Toten wird gesprochen. Um 18 Uhr meldet die Polizei, der Täter sei überwältigt. Vermutlich hat er sich selbst getötet. Innenminister und Polizeichef treten vor die Presse. Ich kann Ihnen in diesem Moment zu dem Täter nur sehr wenig sagen und verzeihen Sie mir bitte die verkürzte Aussage, es handelt sich bei ihm um ein für uns unbeschriebenes Blatt. Wir haben aber festgestellt, dass er legal mehrere Waffen besitzt. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Studenten handelt, der schon seit dem Mittag wegen des mutmaßlichen Mordes an seinem Vater von der Polizei gesucht wurde. Auch der Innenminister spricht von der grausamen Tat eines Einzelnen, schließt einen terroristischen Hintergrund aus. Ich spreche meine tiefe Anteilnahme den Angehörigen der Opfer dieser beispiellosen und wahnsinnigen Tat aus, wie sie Tschechien in seiner Geschichte noch nie erleben musste. Das ist etwas, wovor wir uns alle fürchten und etwas, dem man kaum vorbeugen kann. So etwas kenne man doch nur aus den USA, war auf den Straßen Prags zu hören. Die tschechische Regierung kommt am Abend zu einer Krisensitzung zusammen.